Das Leben und das traurige Ende von Magda Schneider. Magda Schneider war die Tochter des Klempners Xaverius Schneider und seiner Frau Maria, geb. Meyer-Hörmann. Ihre Kindheit und Jugend verbrachte sie in den Augsburger Stadtteilen Kriegshaber und Firnhaberau. Nach dem Besuch einer katholischen Mädchenschule und einer Handelsschule arbeitete sie als Stenografin in einem Getreideladen. Schneider absolvierte eine Gesangsausbildung am Leopold-Mozart-Konservatorium in Augsburg und lernte außerdem Ballett am Stadttheater der Stadt. Ihre ersten Auftritte als Soubrette hatte sie am Theater Augsburg und am Münchner Staatstheater am Gärtnerplatz. Ernst Marischka berief sie an das Theater an der Wien. 1930 wurde Schneider für den Film entdeckt, wo sie das Beste aus den üblichen Schreibmaschinen- und Telefonmädchenrollen machte. In vielen ihrer nachfolgenden Filme sang sie Lieder, die zu Evergreens wurden. 1935 zog sie in das Haus Mariengrund in Schönau am Königssee. Bei den Dreharbeiten zum Film Kind, ich freue mich auf dein Kommen. 1933 lernte sie ihren ersten Ehemann, Wolf Albachretti, kennen, den sie 1937 in Berlin-Charlottenburg heiratete. Aus der Ehe stammen die beiden Kinder Rosemarie namens Romy und Wolf Dieter. Das Paar trennte sich 1943 und die Ehe wurde 1945 geschieden. Anfang der 1950er Jahre erhielt sie wieder mehr Filmangebote. Doch ihr Interesse galt nun vor allem der Karriere ihrer Tochter, mit der sie mehrere gemeinsame Filme drehte, zum Beispiel Wenn die weißen Flieder wieder blühen, Mädchenjahre einer Königin, Robinson soll nicht sterben, Die deutschen Meister und die drei Sissi-Filme. Nach dem Krieg gab es zunächst nur wenige Angebote für Filme. Schneider begann 1948 wieder mit den Dreharbeiten und förderte die Karriere ihrer Tochter mit dem gemeinsamen Auftritt in dem Film Wenn die weißen Flieder wieder blühen, 1953, unter der Regie von Hans Deppe, einem typischen Heimatfilm der 1950er Jahre, der das Filmdebüt ihrer 14-jährigen Tochter war Romy Schneider. Weitere Auftritte arrangierte Magda Schneider mit ihrer Tochter in mehreren Filmen wie Mädchenjahre einer Königin, Victoria in Dover, 1954, den Filmen der Sissi-Trilogie nach dem Leben der Kaiserin Elisabeth von Österreich, mit Romy Schneider in der Titelrolle und Magda Schneider in der Rolle ihrer Mutter Prinzessin Ludovica von Bayern und in Die Halbzarte, Eva, 1958. Magda Schneiders Rolle in dem Film Liebelei, 1933, spielte auch ihre Tochter Romy Schneider in der Neuverfilmung Christine, 1958. 1953 heiratete sie den Kölner Gastronom Hans Herbert Blatzheim, den Romy Schneider zunächst Papa und später zweiter Ehemann meiner Mutter nannte. Blatzheim starb 1968. Von 1982 bis zu ihrem Tod war Schneider mit dem Kameramann Horst Fehlhaber verheiratet. In den Fernsehserien Drei Frauen im Haus und Vier Frauen im Haus stand sie Ende der 1960er Jahre zum letzten Mal vor der Kamera. Magda Schneider, die 1982 mit dem Goldenen Filmband ausgezeichnet wurde, lebte bis zu ihrem Tod 1996 in Schönau am Königssee in ihrem Haus in Schönau bei Berchtesgaden, Bayern.